In diesem Video will ich euch den Lebensalltag einer Maasai-Familie zeigen. Wir haben zwei Mädchen kennengelernt, die meine Tochter Lea und ich, wir waren schon im Frühjahr 22 Mal in Tansania gewesen und da hatten wir bei einem Fotoshooting zwei Mädchen kennengelernt. Das heißt, wir haben gerade ein bisschen fotografiert und die haben ein Fotoshooting mit einem Fotografen an einem Denkmal in Arusha gemacht und wir haben dann uns auch gegenseitig fotografiert und beschlossen, die Bilder auszutauschen, das heißt einen WhatsApp-Kontakt hergestellt. Und diesen WhatsApp-Kontakt haben wir dann auch gehalten, uns ab und zu mal was zugeschickt. Und als dann Lea und ich beschlossen haben, im Herbst nochmal nach Tansania zu fahren und diesmal auch meinen Enkeln bzw. den Kindern von Lea die Gelegenheit zu geben, Afrika ein bisschen kennenzulernen, da haben wir überlegt, dass wir mit den beiden Mädchen, die heißen Pendo und Candy, zusammen die Eltern bzw. die Lebenssituation von Candy in Namanga aufsuchen könnten. Wir wussten schon darüber, dass die Mutter von Candy ziemlich traditionell lebt, das heißt in einem Haus ohne fließend Wasser und nach der alten Maasai-Weise gebaut, und dass die auch mit noch Vieh hält und mit dem Vieh zusammen in einem eingezäunten Gelände lebt, aber wir wussten natürlich noch keine genaueren Details. Es war dann ziemlich spannend, als wir nach Arusha kamen und versucht haben, Kontakt aufzunehmen. Das war erst schwierig, wir haben manchmal keine Antwort gekriegt, manchmal war gerade das Netz so schlecht, dass die WhatsApp-Nachrichten nicht durchkamen, aber endlich sind wir dann doch mit zwei Tuk-Tuks zusammen zum Busbahnhof gefahren und haben uns dort ein Fahrzeug nach Namanga, das ist ungefähr 60, 70 Kilometer entfernt oder vielleicht auch 80, nach Namanga genommen. Unsere Reisegruppe bestand im Endeffekt aus 9 Personen, also Lea und ihre drei Kinder, beziehungsweise meine drei Enkel und ich, dann die beiden Mädchen Pendo und Candy. Und Pendo hat noch zwei Kinder, für die sie oft am Wochenende verantwortlich ist, nämlich ihre eigene 3-jährige Tochter Eva und ihre Halbschwester Rebecca mitgebracht. Diese beiden Kinder sind normalerweise während der Woche in einem Art Kinderheim untergebracht, über das ich vielleicht noch ein anderes Video machen werde. Und das ist in Afrika nicht so ganz unüblich, dass man, wenn es praktisch ist, die Kinder auch irgendwo anders unterbringt, zum Teil in der Verwandtschaft, zum Teil aber auch in diesen Waisenhäusern oder Kinderheimen. Über Namanga wollte ich noch sagen, das ist ein interessantes Städtchen, das ist die Grenzstadt zu Kenia, ist ungefähr knapp 100 Kilometer von Arusha entfernt, an einer Straße gelegen natürlich. Es hat einen relativ großen Berg in der Nähe, was dazu führt, dass dort eigentlich immer gutes Wasser gibt. Also da sind relativ weit oben sind die Bäche gefasst und wird dann das Wasser in Rohren in die Stadt geschickt und es ist ein wohlschmeckendes Wasser, das ich auch aus der Leitung trinke, obwohl ich vermute, dass es nicht sehr gereinigt wird. Ja, und das Besondere ist halt, dass es eine Stadt ist, die letztendlich auf beiden Seiten der Grenze ist. Man darf bis zu 6 Kilometer in das andere Land jeweils gehen, ohne die Grenze zu passieren. Das sieht zum Beispiel so aus, dass auf dem Markt, durch den Markt geht eine große Mauer, aber die hat viele Durchlässe, durch die man mit dem Moped oder zu Fuß sehr wohl durchgehen kann. Und man kann auch auf beiden Seiten der Mauer kann man sowohl mit kenianischem Geld als auch mit tansanischen Schillingen bezahlen. Und haben dort, nachdem wir das Hotel gefunden hatten, uns auf den Weg zu der Mutter von Candy gemacht. Wir fuhren dabei durch ein Viertel mit relativ europäisch aussehenden Häusern, die oft eine große Mauer um sich herum hatten. Wir wussten natürlich, dass Namanga als Grenzstadt zu Kenia eine Menge Beamte hat, die vermutlich auch ganz gut verdienen, außerdem vermutlich auch am Schmuggel irgendwas zu verdienen ist. Als wir dann durch diesen Ortsteil durchkamen, ging es noch ein bisschen weiter und wir kamen dann zu dem Gehöft von Candys Mutter. Das war
ein relativ traditionelles Maasai-Gehöft, also man nennt es dann Boma. Es war ein Zaun aus abgehackten Dornbüschen oder Dornästen, in dem das Vieh über die Nacht sicher aufbewahrt wird und das überhaupt eine Sicherheit bietet. Darin standen zwei relativ traditionelle Maasai-Häuser, zwar viereckig, nicht diese Rundhäuser, wie sie etwas weiter von der Stadt weg sind, aber auch in dieser traditionellen Weise gebaut, also ohne Steine gebaut, nur Stöcke und Äste, die man in den Boden gerammt hat und das Ganze dann mit einer Mischung aus Lehm und Kuhmist verschmiert, sodass es dann dicht und auch einigermaßen gut isolierend ist, das heißt, dass die Hitze draußen hält und die Kälte auch draußen hält. Meistens sind dann diese viereckigen Bomas, die sind dann mit zwei Zimmern, einen in dem ein bisschen auch. Als wir dann die Mutter von Candy kennenlernten, war das erstmal ein bisschen schwierig. Sie machte diese bettelnde Bewegung so am Mund, wie wenn sie sagen wollte, Hunger, das ist so ein Symbol, was man in Afrika von den Bettlern auf der Straße öfters mal entgegengebracht kriegt, aber auch manchmal, wenn man in Dörfer geht und dann die Kinder das signalisieren. Das hat mit dem realen Hunger wohl nicht viel zu tun, sondern es ist halt eine Art von Bettelbewegung. Wenn soweit sie Englisch sprechen, sagen sie dann, I'm hungry, but wenn man ihnen was zu essen anbietet, sind sie dann oft auch gar nicht daran interessiert, es sei denn, es ist was ganz Besonderes. Nun gut, das war erstmal ein bisschen befremdlich, wir waren dann auch ein bisschen hilflos, sind dann aber auf die Idee gekommen, für den nächsten Tag ein gemeinsames Essen auszumachen, wobei es natürlich klar war, dass wir die Nahrungsmittel mitbringen würden. Wir haben also ausgemacht, dass wir dann nachmittags um 3 gemeinsam da kochen, um uns ein bisschen kennenzulernen und ein gutes Essen zu haben. Ich selber bin mit meinem großen Enkel, dem Manuel, auf eine Mopedfahrt gegangen, über die werden wir auch noch ein Video machen, auf eine Mopedfahrt so 10, 15 Kilometer von der Manga entfernt. Also ein Mopedfahrer nahm uns beide mit und wir wollten Giraffen, Zebras, Gazellen sehen und überhaupt sehen, wie es da draußen aussieht. Ich war da schon mal gewesen und vielleicht auch Elefanten. Wir haben übrigens auch alles gesehen, außer den Elefanten, von denen haben wir nur die Spuren gesehen. Als wir dann von unserer Tour zurückkamen, da hatten die beiden Mädchen und Lea mit den beiden anderen Kindern schon eingekauft, haben ein bisschen erzählt, wie das war mit dem Einkaufen. Also es war nicht so ganz einfach, manchmal war es so ein bisschen fordernd, also die Vorstellung, dass man dann gleich einen Vorrat für die nächsten Wochen oder Monate dann einkaufen würde. Natürlich kauften wir ein bisschen mehr ein, aber man darf auch nicht zu sehr in so eine Unterstützerrolle kommen, sonst wird es auch gleich komisch. Jedenfalls ging es dann letztendlich ganz harmonisch ab. Beim Fleisch gab es noch ein bisschen, war es noch ein bisschen schwierig. Sie hatten sich vorgestellt, dass wir sehr viel Fleisch kaufen. Das wurde dann nicht gemacht, zumal Lea und ich ja Vegetarier weitgehend sind und wir jetzt da auch nicht die großen Berge Fleisch einschleppen wollten. Nun gut, jedenfalls als dann Manuel und ich in das Maasai-Gehöft kamen, da saßen sie schon alle unter dem Baum und haben geschnibbelt und der Reis war schon auf einem kleinen Feuer am Köcheln und es war sogar eine ganz muntere Atmosphäre. Auch die Hühner und die Schafe beteiligten sich und versuchten ab und zu mal irgendwas zu mopsen. Es wurde, was gekocht wurde, war also Reis und Bohnen, das ist ja immer so das Grundnahrungsmittel, was fast nichts kostet und was man ja überall schnell kriegt. Und dann gab es Gemüse, so ein Spinat aus irgendwelchen grünen Blättern, die man auch überall kriegt. Aber es gab auch so zwei Soßen dazu, eine mehr mit Gemüse, die andere mit dem Fleisch. Und es gab als Nachtisch allerlei Obst. Also ein bisschen sensationell war eine Wassermelone, das ist oft relativ teuer. Preiswert sind immer Bananen, Orangen und auch Ananas meistens. Nun gut, jedenfalls kam es dann zum Essen. Da saßen dann so die 10, 12 Leute, die so zum inneren Kreis gehörten, also Candys Mutter und einige Kinder, die in ihrem Haushalt lebten.
und glaube ich auch noch ein paar Kinder aus der Verwandtschaft saßen dann auf der Decke und wir aßen jeder von seinem Teller, je nach Laune mit dem Löffel oder mit der Hand. Ich hatte mich inzwischen schon ziemlich daran gewöhnt, in Afrika meistens mit der Hand zu essen und mache das eigentlich auch wirklich gerne, wenn man doch einen direkteren Kontakt zum Essen dann hat. Also, dass man so, ja, dass man den Reis sozusagen mit der Soße sich dann mit drei Fingern in den Mund steckt und das Gemüse und Spinat natürlich auch. Ja, auffällig war, dass sie sich wunderten, dass wir kein Fleisch aßen. Wurde auch ein bisschen nachgefragt. Wir haben ihnen auch erklärt, dass es ja unterschiedliche Gründe gibt, zum Teil, dass uns die Tiere leid tun, besonders die Tiere in Deutschland, die also so sehr schlecht gehalten werden. Bei den Maasai-Kühen geht es mir nicht so. Die haben wirklich ein schönes Leben bis zu ihrem Tod, der natürlich auch durch Schlachten erfolgt. Nun gut, wir aßen dann und als wir dann so langsam beim Nachtisch ankamen, da kamen dann noch ein paar Kinder und Jugendliche aus der Nachbarschaft und aßen dann auch noch eine ganze Menge von dem, was übrig geblieben war. Auch die Tiere beteiligten sich in gewissem Maß. Das heißt, ab und zu mal war ein Huhn am Reistopf und wurde dann ja, so etwas halbherzig verscheucht, kam dann auch bald wieder. Auch die Schafe waren in der Nähe und wir warfen denen die Schalen von den Bananen und von den Wassermelonen zu, die sie gerne verzehrt haben. Der Abschied war dann ganz schön. Es war inzwischen diese Stimmung von Gier und so, die war irgendwie weggegangen. Es war mehr so ein normales. Und das geht mir sowieso manchmal in Afrika so, dass ich das Gefühl habe, diese Gier ist nur so auf den ersten Blick. Danach sind die Menschen oft entspannt und großzügig, auch wenn man ihnen nichts oder fast nichts gegeben hat. Das heißt, das ist vielleicht aus der Kolonialzeit so eine Art Verhaltensweise, dass man im Zweifelsfall, wenn man Waisen sieht, immer anfängt zu betteln. Und das geht dann, wenn man sich näher drauf einlässt, geht es ganz gut weg. Und es war dann wirklich nett. Candys Mutter lud uns herzlich ein, jederzeit wiederzukommen. Und das war sicherlich nicht nur, weil es ein gutes Essen gegeben hatte. Und sie schenkte uns noch diese üblichen handwerklich hergestellten Bänder, Armbänder, die man in vielen Teilen Afrikas herstellen kann, die aus diesen kleinen Perlen, die aufgefädelt sind, irgendwie geflochten sind, die ganz nett aussehen, von denen wir uns auch schon manchmal welche gekauft hatten. Und wir verabschiedeten uns und waren gut gelaunt und wanderten dann durch dieses Neubaugebiet. Dort haben wir noch ein neugeborenes Kind aus der Verwandtschaft gesehen. Das ist auch nicht so ganz unüblich in Afrika, dass man dann ja, dass man solche Ereignisse dann auch relativ öffentlich teilt und dass wir sozusagen ein bisschen zur Familie gehören und deswegen diese Frau so kurz nach der Entbindung in ihrem Zimmer aufsuchen konnten und das Baby bewundern konnten. Der weitere Weg war dann doch ein bisschen lang und ein Teil unserer Gruppe nahm sich dann ein Moped und fuhr den Rest zum Hotel zurück. Der andere Teil ging noch den Weg durch das Städtchen und so ging dieser schöne Tag zu Ende.